Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und zu einem von zwei ganz, naja, besonderen Videos würde ich jetzt nicht sagen, aber von zwei, sage ich mal, unüblichen Videos, denn normalerweise spiele ich ja Spiele durch und spiele sie nicht nur an, außer in meiner Rubrik Stapel der Schande. Aber wir haben eine besondere Ausnahme heute, und zwar ist das Dead Cells. Ich kriege von allen Seiten gesagt, spiel Dead Cells, total super. Wenn du Hollow Knight gut fandest, wenn du Shovel Knight gut fandest, wenn du generell Metroidvania-Dinger gut findest und natürlich Dark Souls-Fan bist, ne, was ich natürlich bin, dann musst du unbedingt Dead Cells spielen. Und das ist ein Early Access-Titel. Und ihr seht schon am Artstyle, es wird wieder ein bisschen pixelig, aber ich muss sagen, der Artstyle hier ist einfach mal atemberaubend schön. Also es ist nicht einfach nur, oh, 16-Bit-Optik, sondern es sieht auch einfach mal richtig, richtig gut aus. Und ich habe noch keine Minute Dead Cells gespielt und das werden wir jetzt tun, nämlich in zwei Teilen werde ich es ein bisschen anspielen. Weiß noch nicht, vielleicht mache ich hier auch ein paar längere Teile dann draus, so vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde jeweils, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen jetzt, wie gut ich mich jetzt hier anstelle bei Dead Cells, liebe Freunde. Und dann würde ich einfach sagen, ohne weitere Umschweife, stürzen wir uns rein. Es ist wie gesagt ein Roguelike, Metroidvania-Ding und ich bin sehr gespannt, was mich jetzt erwartet. Und los geht's! Neues Spiel! Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Okay. Ich bin grüner Goo, der mit einer Waffe durch die Gegend und Alter, was ist denn hier? Guckt euch diesen Gott an, der hier gestorben ist. Okay, und ich soll das packen? Und hier fällt dauernd der Goo runter. Guck mal hier, fällt dauernd hier dieser eklige Schleim runter. Seit wann spiele ich denn grünen Schleim? Das ist ja auch cool. Okay, alles klar, liebe Freunde. Ah, hochziehen kann ich mir auch. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich öffnen. Naja, egal. Doppelsprung, genau. Zack, wer bist du denn? Aha, hast du deinen Kopf verloren, was? Hey, nun musst du gerade sagen hier. Was? Nun, hattest du die Sprache verschlagen? Ich bin grüner Schleim. Ich kann nicht reden. Ich habe keine... Vielleicht kann ich mich schlecht artikulieren, einfach nur. Schleim. Mehr kann ich nicht sagen. Oh. Ja, ich sehe das Problem. Ja, ich habe keinen Kopf und ich bin grüner Schleim. Es muss seltsam sein, von den Toten zurückzukehren. Ja, das stimmt. Ja, was soll man machen? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Du kannst nicht mehr sterben. Aha. Ich kann es mir auch noch nicht erklären. Aber du bist nicht der Erste, falls du das fragst. Ja, aber du siehst noch relativ gesund aus, mein Freund. Ja, what the fuck? Aha, das kannst du doch besser. Okay, aufheben, Anfängerbogen. Oh, da ist der erste Gegner. Anfängerbogen und ein guter alter Holzschild. Okay, Anfängerbogen, klar, nehmen wir auf. Sekundärwaffe. Ah, wow. Das wollte ich nicht. Okay, und einen guten alten Holzschild, den nehme ich auf. Ah, okay, verstehe. Ich kann mich entweder ein Holzschild oder einen Bogen. Ja, okay, dann nehmen wir mal... Oh, oh. Kann ich rollen? Oh, ich kann rollen. Weg da aus dem Weg. Oh, ich kann mich ducken. Haha. Oh, oh, ich habe das Schild aufgenommen. Warum denn das? Jetzt bin ich dran. Alter Falter. Okay, ich habe Lebenspunkte. Okay, das heißt, also Permadeath gibt es hier nicht. Ist nicht wie bei Binding of Isaac. Okay, ich kann an diesen Ketten wahrscheinlich hochklettern. Okay, also es fühlt sich sehr geil an. Also jetzt schon. Es ist ein Early Access-Titel vor allen Dingen, liebe Freunde. Okay. Wow. Okay, alles klar. Das war dumm von mir, aber ich bin ausgewichen. Cool. Und es ist, wie gesagt, ein Roguelike und es soll, also die Dungeons hier, das ist, also ich habe so verschiedene Runs. Okay, hier gibt's... Okay, das war ein sinnloser Raum. Kann ich ein... Okay, alles klar. Oh, der wirft hier mit ekligem Zeug. Oh, oh, fuck, weg. Ja, ich kann rollen, so viel kann ich... Was ist das? Was habe ich da jetzt kaputt gemacht? Oh, Gold. Ich liebe Gold. Oh, wo ist er denn hin? What the fuck, ein Stargate? Ich möchte bitte nach... Ach, wie hießen die denn? Wie hießen denn die Bösewichte bei Stargate, liebe Freunde? Ja, auf jeden Fall, es fühlt sich nicht an wie ein Early Access-Titel. Also ganz ohne Spaß, das fühlt sich nicht an wie ein Early Access Titel. Okay, hier oben kann ich noch hin. Was ist hier? Oh! Geheimnisse! Ein Rubin. Bringt 1500 Gold. Das klingt nach sehr viel.
Stell dir ein Dach, ihr Nasen, ihr. Haha, wow. Blaupause, Blutschwert. Geil, habe ich jetzt ein neues Schwert oder was? Ich kann die Türen kaputt machen und ich kann sie ganz normal öffnen. Interessant. Also das fühlt sich sehr, sehr geil an, wenn ich das mal sagen darf. Vor allem die Rolle. Das fühlt sich alles cool an. Schön. Also das ist wirklich so Metroidvania. Ist das definitiv. Habe ich nicht noch einen Schlag nach unten oder so? Nee, ich habe keinen Dive-Kick oder so. Alles klar. Alter, Teleporter. Du hast doch keine weiteren Teleporter freigeschaltet. Ja, kannst du mal probieren, mein Freund. Du auch. Oh. Was sind das eigentlich hier? Ist das auch Goo? Was bekämpfe ich hier? Oh, Gold. Oder was ist das? Yeah. Wow. Das sieht wichtig aus. Ist das ein Boss? Reiben? Na, mal gucken, was da passiert, wenn ich dran reibe. Hehe, es freut sich. Ja, würde ich auch. Wenn an mir gerieben wird, meistens, freue ich mich auch darüber. Oh, was ist das? Ein gieriger Schild. Blockt Angriff und lässt die Goldzähne deiner Fähne ausfallen, bei einem gegnerischen Pfeile in Gold um. Nicht verkehrt, aber ich habe so einen Pfeil. Das ist eine Fernkampfwaffe, weil ich glaube... Ah. Oh, das ist natürlich cool. Aber nee, ich brauche ein besseres Schwert, auf jeden Fall. Nee, das lassen wir. Das lassen wir, liebe Freunde. Wow, was ist das? Kitzeln. Oh, oh. Ich will das kitzeln. Was passiert da? Okay, da kann ich... Kann ich da hochspringen? Ich kann hier irgendeinen Schleim kitzeln. Das ist ja interessant. Okay, alles klar. Also, ihr seht, ich brauche da noch verschiedene Fertigkeiten wahrscheinlich oder neue Sachen, die ich noch nicht freigeschaltet habe, damit ich hier überall hinkomme. Hallo? What? What? Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich komme hier nicht mehr hoch. Ja, wäre mal gar nicht gegangen hier. Wow, was ist das? Erstmal dich kaputt machen. So steht fest. Ein Grillspieß. Ich habe genug... Ah, ich bin noch nicht getroffen worden. Zahle 500 Gold. 1000 Gold. Was ist das? Jetzt habe ich... Oh, scheiße, jetzt habe ich wirklich 1000 Gold gezahlt. Na, egal. Wurfmesser. Ah. Na gut, aber ich nehme mal so ein, eher so ein Wurfmesser. Feuert einen Pfeil nach vorn. 39 Schaden. Was macht der? Der Anfängerbogen ist 64, aber ich habe mehr Munition. Aber, oh, aber die gehen wahrscheinlich schneller. Verursacht auch Blutungsschaden, vor allen Dingen die Kunai oder was das da sind. Werf ich gleich mal. Wo ist denn der nächste Schmerzpatient? Oh, ich hab 1000 Gold. Aber erst mal gucken, was es hier noch so gibt. Okay, der Sprung ist ein bisschen finicky. Kann ich das auch... Nee, ich kann mich... Der Sprung ist ein bisschen, Alter Falter, fette Truhe. Was ist das, eine Batterie? Eine Blendgranate? Geil. Okay, alles klar, wir gehen erstmal... Okay, ich bin gerade überwältigt. Wow, habe ich jetzt Schaden genommen? Nein, gut. Wir gehen erstmal durch das Türchen hier. Ich zahle erstmal... Alter, Zwillingsdolche. Eine Aua, sowas von. Was ist das? Geil. Und zack. Geil. Cool. Okay, ich kann hier noch hier oben hingehen. Das machen wir noch. Ich sehe das ja unten. Ihr seht ja das wahrscheinlich auch. Sag mal. Also der Doppelsprung ist ein bisschen... Oh, was ist das? Fähigkeiten. Alter, ich werde hier zugeschissen mit Items. Ist ja geil. Wer ist der denn? Wer bist du denn? Mein Zeug ist nicht gut für dich. Verstehe. Kein Gold, keine Leckereien. Ah, scheiße, du hast... Alter, du hast richtig gute Sachen. Eine Eisgranate... Der Nussknacker. So nennt man mich in Fachkreisen. Der Nussknacker. Betäubt deine Feinde, die über mehr als 75% Gesundheit verfügen. Alter, fett. Okay, Schriftroller, dann mach wähle einen Wert, den du verbessern möchtest. Okay, kann ich hier... Gibt's hier Secrets? Weil ich habe ein Secret gefunden. So, ich mach mal deine Tür kaputt, mein Freund. Okay, ich guck mal auf der Karte. Kann ich mir die Karte irgendwie anders... Alter, okay. Wow. An meinem Startpunkt ging es noch weiter, aber wahrscheinlich habe ich ja noch nicht freigeschaltet. Ich kann noch nicht meinen, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, meinen Doppel-Mega-Dreifachsprung oder so. Den kriege ich wahrscheinlich erst noch. Weil, wie gesagt, Fähigkeiten freischalten ist hier auch. Also der Artstyle ist geil, das fühlt sich nicht an wie ein Early Access-Titel. Oh, oh. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich muss noch meine Blendgranate. Hier, ich kann auch Granaten schmeißen. Hihihi, betäubt. Boah, mein lieber Scholli, ey. Ah, nee, ich warte nochmal.
Ah, das ist nicht mit Mana, sondern das ist mit... Das ist mit Abklingzeit. Geil. Oh, was ist das? Was ist das? Was habe ich da? 500... Mein Schatz! 500 Gold! Geil! Ich werfe mal die Kunai bei dem Kollegen hier. Oh, Blutungsschaden! Okay, alles klar. Blutungsschaden, the best. Wie? Was sind denn das für Türen hier? Das ist ja... Oh, da ist einer mit dem Schild. Oh, der macht sich ja gar nichts da drüber. Haha, kannst du mal probieren, mein Freund. Bin schon vorbei, ausgerutscht. Ich bin noch nicht getroffen worden. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Vor allem das Gute ist, im Gegensatz zu den anderen Nasen, geh mal weg, genau. Pum, pum, pum. Hehe, ist er explodiert. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wenn ich die berühre... Oh, oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Wenn ich die berühre, kriege ich keinen Schaden. Also, ich kriege Schaden, aber nur, wenn die mich treffen. Und nicht, wenn ich gegen die springe, so wie bei Super Mario oder so. Oh, er hat mich gesehen. Okay, er ist... Okay, die haben überhaupt keine Chance. War hier nicht hinten noch einer? Wollte ich gerade sagen. Alter, ohne Flachs ist das geil. Okay, das ist ein Top-Spiel jetzt schon. Und das ist Early Access. Oh, okay. Was kann ich hier machen? Das sind wieder so sinnlose Räume. Kann das sein? Ich nicht mal... Also, ich... Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Okay, hier geht's nach oben. Da gehen wir auch noch hin. Oh, da geht's raus. Die Promenade der Verdammten. Alter, man. Das ist ja die, vor allem die Promenade der Verdammten. Ne? Die Promenade klingt ja eigentlich. Alter, das ist so fett. Der Flow, den dieses Spiel hat. Oh. Symbole. Malakit. Der Flow, den dieses Spiel hat, ist ja Wahnsinn. Vor allem, wenn man wirklich so gut ausgerüstet ist. Ich kann hier Blendgranate schmeißen, zack. Mit Kunai kann ich werfen. Und diese Teleporter. Was, ich will mich mal teleportieren. Kann ich mich... Ah, da kann ich mich zurück teleportieren. Okay, cool. Das ist natürlich super. Hier kam ich zum Beispiel, da unten kam ich nicht weiter beim gierigen Schild. Interessant. Na gut, liebe Freunde. Okay, ich sehe schon. Das ist ein fettes Spiel. Aber sowas von... Und der Artstyle, der gefällt mir richtig, richtig gut. Okay, alles klar, wo bin ich jetzt? Oh, oh, das ist der Boss. Oh, ich sehe, das ist der Boss. Scheiße. Okay, er sieht aus wie Mr. Freeze oder was. Was hat denn er? Er hat so eine fette Kanüle auf dem Rücken. Okay, alles klar. Oh, fuck. Was, du schon wieder? Interessant. Ich war noch nie hier, mein Freund. Ich bin der Sammler und ich bin der Einzige, den du als Freund ansehen könntest. Sieht aber nicht sehr freundlich aus. Gucken die so mal an, wie das sich die gierig die Hände reibt. Na egal. Im Austausch für die Zellen, die du von deinen Peinen plünderst, kann ich dich mit einigen nützlichen Gegenständen versorgen. Sehr gut. Das gefällt mir schon mal sehr gut, diese Mechanik. Solltest du Blaupausen finden, werde ich dir Zugang zu, nun ja, etwas experimentellen Gegenständen gewähren. Ja, geil. Ja, geil. Hier, Blutungsschwert. Voraussetzung erfüllt, schalte Heiltrank frei. Ich habe genau 5 Zellen. Die kann ich geil. Super, passt ja. Jetzt habe ich einen Heiltrank. Oh, ein oder mehrere? Ich habe keine Zellen mehr. Schade. Schade. Oh, ich kann hier Kategorien. Was kann ich hier? Das ist mein Blutungsschwert zum Beispiel. Aber das ist nicht verkehrt. Blutungsschwert ist nicht verkehrt. Blendgranate erhöht den Schaden. Ich kann sogar meine bestehenden Waffen verbessern. Hier zum Beispiel meine Wurfmesser auch. Meine Zwillingsdolche kann ich verbessern. Geil. Und dann kann ich hier nach Kategorien, okay, Waffen und das sind meine sekundären Sachen wahrscheinlich. Was ist das denn? Eine Bärenfalle. Wow. Geil. Alles, was du hier kaufst, ist für immer dein. Nicht einmal der Tod kann es dir entreißen. Aha, also es ist wirklich wie bei Binding of Isaac. Man beginnt dann immer von Neuem, wenn man stirbt. Aber im Gegensatz dazu behalte ich Items für immer. Also das heißt, zum Beispiel meinen Heiltrank, den habe ich jetzt immer, oder was? Das ist natürlich cool. Kurz gesagt, wenn du mehr Macht erlangen willst, bring mir weitere Zellen. Alles klar. Jetzt, Gefangener. Ich bin ein Gefangener. Geh mir aus den Augen. Deine Anwesenheit ermüdet mich. Du bist ja ein Penner. Du bist ja ein wirklicher Penner. Ich mach deine Tür kaputt. So. Wow, was ist das? Alter. Fett. Gesundheit wiederhergestellt und ich habe meinen Trank aufgefüllt. Was ist das? LB. LB ist mein Trank. Alles klar. Mach mal mein Menü auf. Alter, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Cool.
Und dann geht's weiter in die Promenade der Verdammten. Okay, Dead Cells, wow. Also dadurch, dass das halt so ein Spiel ist, in dem man verschiedene Runs macht, also so ein Roguelike, bietet sich das nicht für ein Let's Play an, finde ich, weil, wie gesagt, man hat ja, ich glaube, man hat jetzt nicht so eine richtige Story. Ah, da komme ich noch nicht hoch. Komme ich da von der anderen Seite hoch? Was ist denn hiermit? Geheimnis entdeckt! Was ist das? Assassinendolch, bestimmt super. Der Arzt, der guckt sich das doch mal an. Diese Bäume mit den Käfigen da im Hintergrund, das sieht schon relativ fett aus. Zuck, 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 mein Freund. Blutung. Oh, was ist das? Ein Hähnchen. Oh, was ist das? Was ist da los? Was bist du? Und warum hat jetzt die warum ist gerade die Framerate so schlecht? Jetzt geht's wieder. Eben gerade war die Framerate. Ein Hähnchen. Oh, das ist ein Leuchtner. Der ist schwierig. Oh, wieder hier. Geh mir nicht auf Kicks. Au. Oh, ich habe ein Geheimnis gefunden. Yeah, ihr Penner. Okay, erstmal mache ich dich. Ich blende dich aber. Weil ich weiß nicht, was du machst. Okay, die sind stärker. Die sind... hier in dem Gebiet ist gerade die Framerate ein bisschen schlechter. Also, liebe Freunde, das kann natürlich wieder auf meinem Rechner liegen, der nicht so geil ist. Aber an so bis eben ging es ja eigentlich gerade. Boah, fuck, was ist das? Noch eine Blaupause. Spartanische Sandalen. Da kann ich Leute runterstoßen wahrscheinlich. This is Sparta. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass die Framerate halbwegs noch akzeptabel bleibt und, Oh, da kann ich nach unten. Teleporter. Okay, jetzt bin ich im nächsten... What the fuck is that? Ich mach's platt. Ein Grillspieß. Oh, den kann ich diesmal benutzen. Oh, ich kann das Hähnchen noch ein... Oh, okay. Die kleinen Dinger mache ich damit... Wow, habe ich jetzt gerade viel Leben. Okay, ich muss definitiv das Hähnchen noch holen. Nee, ich gehe zurück. Ich hole das Hähnchen, liebe Freunde. Das Hähnchen zum Heilen. Okay, die Spieße da, da sollte ich wahrscheinlich nicht dran. Da ist mein Hähnchen. Yeah, Hähnchen. Schönes Hähnchen. Wow. Okay, das ist mein... Okay, ich muss den Sprung einfach nach unten machen. Zack. Oh, ich hoffe, das tötet auch Feinde oder zumindest betäubt sie oder sowas. Geil. Geilomat. Ohne Spaß. Oh, hier komme ich nicht weiter. Ach doch, da in der Kette. Was ist eigentlich für eine Kette? Oh, oh. Oh, fuck. Warte mal, habe ich ein Regain-Feature? Das ist ja fett. Ich habe ein Regain-Feature. Ist ja wie bei Bloodborne hier. Oh, Mensch, du blödes Vieh. So. Alter, okay. Dead Cells. Oh, raus da. Scheiße. Ich muss mich dringend heilen. Wow, was ist das? Okay. Okay. Elevators. Oh, wer ist er denn? Er ist aber anders als der andere Bursche. Alles steht im Verkauf. Alter, ohne Spaß. Schriftrolle der Macht. Ausbalanciertes Schwert. Das ist bestimmt besser als meine Zwillingsdolche. Definitiv. Wurfmesser 3. Ich habe Wurfmesser... Was habe ich? Wurfmesser 2? Ich habe Wurfmesser 2. Oh, das ist natürlich auch gut. Stabiler Schild. Oh, aber hier, ich habe ja nur fast 4000 Gold. Ich habe ja nicht so viel. I don't have so much Gold. Aber so ein Schwert ist schon geil, aber so eine Schriftrolle ist auch gut. Da kann ich Sachen stärken. Weil, guck dir das riesige Schwert im Hintergrund an. Oh, dieser Artstyle, super. Und die Prozentzahlen ist hier Steam Sale gerade. Hier, da im Hintergrund. Saale, alles ist for sale. Oh, Schwert macht. Ich nehme das Schwert. Oh, Zwillingsdolche. 143 Schaden, 152. Das ist bestimmt besser. Oh, und die Dolche bleiben mir erhalten. Also, wenn ich sie wieder haben will, kann ich sie einfach nehmen. Cool. Okay, jetzt zack, 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 zack. Boah, wow, das ist schön schnell. Die Dolche waren aber auch schnell. So viel steht fest. Okay, cool. Bam, bam, bam. Oh, oh. Oh, wie mach ich das? Oh, puh, Schwein gehabt. Meine ganzen Fähigkeiten musste ich jetzt hier einsetzen, um nicht in die Stacheln zu fallen. Ich bin ein grüner Gu, der durch die Gegend läuft. Aber wie gesagt, Dead Cells gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Also, alle, die es mir empfohlen haben... Respekt. Wow, 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 wow.
Okay, jetzt hier Sprungpassagen, interessant. Okay, mein Schwert ist geil. Mein Schwert ist cool. Ihr seid alles Penner! Yeah, alle kaputt gemacht. Wow, wow, wow! Was sind das für grüne Viecher? Oder was sind das für lila Viecher? Wow, bist du gebufft durch den? Nö, das fällt ja mal aus hier, meine lieben Freunde. Yeah, Penner! Die tun mir... Oh, mein Schwert ist ja das allerbeste. Ich hab Buddies, die mir helfen. Oh, und ein geheimes... Alter, okay. Das ist doch kein Early Access-Titel. Das ist doch schon fertig, das Spiel. Das kannst du doch so auf den Markt bringen. Das ist doch fertiger als manch anderes. Ist auf jeden Fall mehr fertig als hier Mass Effect Andromeda. So viel steht fest. Oh, ich hab fettes Gold. Oh, was ist dahinter? Oh, das ist nochmal eine Blendgranate. Aber ist vielleicht am Ende die bessere Blendgranate? Wir werden sehen, liebe Freunde. War ich hier schon? Hier war ich schon. Ist nix. Okay, wir gehen weiter nach vorne. Bin bisher noch nicht gestorben, ich bin sehr zufrieden mit mir, aber das wird wahrscheinlich noch kommen. Und dann fangen wir von vorne an. What the fuck is that? Diese Tür wurde vor 10 Minuten... Alter, eine Speedrun... Ist das auch noch ein Speedrun-Spiel? Also wenn man richtig schnell ist, dann kommt man durch spezielle Türen durch. Probier's nur, mein Freund. Oh, fette Würmers. Würmers. Geil. Ohne Flachs. Oh, oh, wow! Er ist ja hart. Aua, 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 aua. Irgendwas hat mich gerade getroffen. Fuck. Warte mal, LB ist mein Heiltrank. Aber ich warte noch einen Schlag, warte ich noch ab. Okay, die werden wieder gebufft. Werden die auch geheilt von dem Ding? Ich hoffe mal nicht. Oh, oh. Ich habe noch meine Kunai. Oh, fuck. Die haben ein Schild. Das ist so zum Kotzen. Oh, das ist ja scheiße. Okay, dann muss ich erstmal das Ding kaputt machen. Sehe ich gerade. Oh, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Geil. Hilf mir. Cool. Oh, Mensch. Okay, ja. Ich sehe gerade, ich muss mich wirklich heilen. Oh, zum Heilen halten. Fuck. Okay, die Framerate ist manchmal ein bisschen schwierig, aber okay, alles klar. Wir haben es. Zum Heilen halten. Okay, alles klar. Wow. Ah, fuck, ich habe nur einen Heiltrank. Ich habe nur einen Estus. Ja, gut. Wie gesagt, ich werde ja mit jedem Run stärker. Klar, weil ich ja bessere Gegenstände kriege. Und hier mehr Gold und so. Oh, oh. Fuck. Weg. Wir gehen in die andere Richtung. Fuck. Ich muss regain. Wie bei Bloodborne, liebe Freunde. Wie bei Bloodborne. Okay, wir gehen mal hier runter. Was gibt's hier? Oh, das ist die Bärenfalle. Nee. Obwohl. Ah, fuck. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Oh. Sehr, sehr gut. Ich wette, ich kann auch mein Leben verbessern. Das geht bestimmt auch. Wetten das? Oh Gott, jetzt Pendel. Oh Gott, jetzt wird's ja wirklich hier Metroidvania. Aber Unspaß, nee, wir gehen oben lang. Oh oh. Oh oh. Oh fuck, die Viecher. Oh, was ist das? Erhöht Stärke. Sehr gut, kann ich immer gebrauchen. Hau ich härter zu oder was? Ja, Waffenschaden erhöht. Sehr geil. Yeah, helft mir, meine lieben Würmer. What the fuck is that? Elite-Läufer. What the fuck is that? Es ist ein Elite-Läufer. Oh fuck, da habe ich doch gar keine Chance gegen den Kollegen. Okay, und der beschwört andere Sachen? Fuck! Kommst du runter? Hier, da oben kann ich dich doch so scheiß battlen. Fuck, ohne Spaß. Fick die Henne. Oh fuck, ich kann das auch nicht. Kann ich an der Kette das werfen? Jawohl. Der wird geblutet. Haha. Yeah. Fuck. Kunai. Okay. Cheesen. Yeah, ich cheese den. Ich cheese ihn. Oh, fuck. Hey, nein. Yeah. Cheese.
Cheese! Aber der beste Cheese. Yeah, das ist der beste Cheese aller Zeiten. Okay, wenn das schon geht, dann ist das schon ein gutes Spiel. Das ist einfach nur gute... Okay, scheiße. Munition steckt in diesem Feind. Ich habe alles verballert. Das wächst nicht nach. Das heißt, ich muss den Feind töten. Oh, das kriege ich doch nie hin. Oh, fuck. Fuck! Alter Falter, Körper entweiht. Du hast 11 Zellen verloren. Schade. Kann ich mir die wiederholen? Mal schauen, liebe Freunde. Okay, Dead Cell, super Spiel. Machen wir auf jeden Fall, also wir machen auf jeden Fall 2 Teile. So viel steht fest. Okay, da steht er schon wieder und lacht mich wahrscheinlich jetzt aus. Hahaha. Oh, ich hab schon wieder zurück. Es scheint gerade so, als würde alles zu deinen Gunsten verlaufen. Hä? Ich bin tot. Wie kann da alles zu meinen Gunsten verlaufen? Nein, tut's nämlich nicht, genau. Ist dir aufgefallen, dass sich alles jedes Mal ein wenig verändert? Ja gut, das weiß ich. Zufallsgeneriert, das wusste ich. Huh, ja, kann sein. Man könnte meinen, dass die Insel lebendig ist. Ich frage mich, was du mit all dem zu tun hast. Ja, das frage ich mich auch. Aber wahrscheinlich gibt es dann wirklich in jedem Run, kommt man dann natürlich zu Bossen. Das ist wie bei Binding of Isaac. Also man kann das Ding schon durchspielen. Man muss bloß ziemlich gut sein. Warte, kann ich hier oben irgendwo hin? Ist hier oben irgendwo ein... Ah, hier oben geht's weiter. Ich sehe das doch. Ah, ich kann noch den... Ah, nee, kann ich nicht. Ich kann aber so mit dem linken Stick kann ich so ein bisschen die Kamera bewegen. Okay, alles klar. Okay, wir nehmen wieder meinen... Ich spiele mal mit Schild. Mal gucken, wie das funktioniert. Das ist Blocken. Okay, das ist aber langsam, das Blocken. Nee. Nee, Fernkampfwaffen sind definitiv besser. Oh, fuck. Ah, Mist. Fernkampfwaffen sind definitiv besser. Oh, fuck. Okay, das läuft ja jetzt... Da lief ja der erste Run richtig gut. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab das doch gesehen. Die telegrafierte Attacke habe ich doch eigentlich gesehen. Mist, verdammt. Okay, aber wenigstens kriegen wir hier fett wieder Gold. Das ist ganz geil. Nein. Gibt's ein Geheimnis? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Haha, hinter dich katapultiert. Okay, das ist es auch nicht. So. Oh, fuck, liebe Freunde. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gesundheit! Fett! Mehr Lebenspunkte! Wie gut ist das denn, bitteschön? Teleporter. Oh, was gibt's hier unten? Was gibt's hier unten? Das sieht aus wie... Oh, fette Truhe! Was ist das? Brandbomben. Geil, nehmen wir auf jeden Fall, liebe Freunde. Ja, natürlich, anstatt meines... Okay, okay, ich dachte, das ist wie meine Blendgranate. Aber nee, Brandbomben sind extra, okay. Zack, hier bitte Brandbomben. Oh, ist das gut. Oh, das hätte ich definitiv für das Ding gebrauchen können. Hehe, nimm das, du Penner. Okay, oh, ich hoffe, die Brandbomben schaden mir nicht selber auch noch. Oh, er hat mich gesehen. Yeah. Okay, die Brandbomben sind wirklich gut. Yeah, oh, wieder reiben? Ach, bringt mir nichts, okay. Da unten, wie kommt man da hin? Wahrscheinlich, oh, wenn ich die Fähigkeit habe, dann teleportiere ich mich da hin und dann kann ich die, oh, dann kann ich die fette Bombe da aufnehmen. Oder muss ich die alle reiben hier? Reiben? Ich reibe euch alle. Ich reibe sie alle, man nennt mich auch den Reiber. Nee, schade. Schade, schade, schade. Okay, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Gehen wir hier lang. Komme ich da unten? Nee, da war ich noch nicht. Wow! Probier's nur, mein Freund. Weggedodged bin ich. Okay, wie komme ich... Oh, ein Grillspieß! Der bringt mehr Leben! Da muss ich hin! Yeah! Oh, ich habe auch mehr Lebenspunkte. Das ist so gut. Oh, wie komme ich denn zu euch? Wie komme ich denn zu euch? Kann ich da hochspringen? Nee. Kann ich nicht. Okay, da ist irgendeine Kette, da komme ich auf jeden Fall hin. Zack. Zack. Oh, da, der Große mitgenommen. Der Große mit dem Schild. Macht ihr eine Brandbombe was? Ja, da hilft ja dein Schild nämlich gar nicht. Gegen Feuer ist jedes Schild machtlos. Oh, oh. Okay, ich darf mit mein eigenes... Ah, ich darf mein eigenes Feuer nicht, dann werde ich immer so kurz gestunt. Okay, ich kriege zwar keinen Schaden in meinem Feuer, aber ich werde so ein bisschen gestunt. Okay. Oh, hier, da brauche ich das. Da brauche ich... Oh, fuck, ey. Voll rein. Ohne Flachs, ey. Voll rein in die Scheiße.
voll rein in den Mist. Okay, wo ist hier ein Item oder sowas? Ne? Ein Secret? Nein, auch nicht. Mist, ey. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Da gehen wir wieder nach oben. Geht's wohl nicht weiter hier. Naja, gehen wir wieder nach oben. Hier ein Teleporter vorbei. Hier war ich schon. Genau. Zack. Und dann gehen wir wieder nach oben. Das ist cool. Das gefällt mir richtig gut, dieses Spiel. Also danke, wie gesagt, für alle, die es mir von allen möglichen Seiten empfohlen. Ich will doch einfach nur da runter. Von allen möglichen Seiten empfohlen haben. Oh, das gibt's nicht. Regain! Oh, Regain ist gut, aber es ist nicht so mächtig wie in Bloodborne. Das Regain-Feature, dass ich quasi fast alles wieder bekomme. Oh, das sieht wichtig aus. Ausbalanciertes Schwert. Jawohl. Jawohl, ja, mein rostiges Schwert ist da weg. Dann mache ich viel mehr Schaden. Ist doch viel geiler. Geil, habe ich genug Gold? Natürlich nicht. Mein Zeug ist nicht gut für dich, verschwinde. Was ergibt hier? Elektropeitsche. Geil, meine Zwillingsdolche, wieder meine Wurfmesser, hier meine Kunai. Schriftrolle der Macht. Na gut, dann gehe ich halt weiter. Okay, Promenade der Verdammten. Ich muss kurz gucken, habe ich irgendwas verpasst? Ja, da unten, aber da komme ich nicht hin. Oh, da war wieder der gierige Schild und eine Granate. Und da sehe ich doch noch ein Item. Guckt euch das doch mal an, hier neben der Granate. Da hätte man bestimmt hingekonnt. Also vor allen Dingen bestimmt, wenn man die Fähigkeiten hat mit dem Teleportieren, mit diesem Kitzeln und Reiben. Das sind bestimmt alles Sachen, die wichtig sind. Ah, jetzt sind wir wieder beim... Yeah, hast dir ein anderes Büro geholt. Sieh an, du bist zurück. Okay, Zellen übrig, was ist das? Oh, Goldrückgewinnung, na klar, machen wir. Yeah, das ist gut. Oh, Blutungsschwert. Ich will eigentlich noch einen. Dein Heiltank von über 2 Aufladungen. Das ist eine Sache, wo man definitiv drauf hinsparen sollte. Wisst ihr was? Machen wir. Okay, das ist also auch ein Farming-Ding hier, was man auf jeden Fall machen könnte. Okay, ich krieg mein Leben wieder. Und ich kann mich wieder heilen. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt habe ich auch mehr Leben. Was ziemlich gut ist für diesen Run. Ich bin sehr... Ich glaube, das wird gut. Ah, hier oben ist dann die Framerate immer ein bisschen... beschissen. Na, das liegt an meinem Rechner. Das liegt natürlich nicht am Spiel. Denke ich mal. Also, es sieht so poliert aus, das Ding. Ah, da kommen wir da oben wieder hin. Hihihi. Jawohl. Genau, also hier, wenn das mal so... Oh, immer noch. Ist immer noch... Ist immer wieder der Assassin. Ach so, weil ich das wahrscheinlich nicht behalten habe, logischerweise. Ich habe die Blaupause ja nicht... ich habe die Blaupause ja nicht weggegeben. Zu dem Kollegen. Ich habe sie jetzt vorher verloren. Ich habe sie ja wirklich vorher verloren, bevor ich sie ihm geben konnte. Dem komischen Sammler hier, dem Kollegen. Dem Kollektor. Der Benicio del Toro ist das. Aber, also, ich kann immer nur wieder sagen, für das ist doch kein Early Access Titel. Das ist viel, aber gut, das war, oh oh. Das war Darkest Dungeon auch nicht. Ah, kann ich das ausweichen? Ja, sehr gut. Okay, weg, weg, weg. Das war Darkest Dungeon, oh verdammt. Brauche ich wieder hier das Kitzeln. Na super, hat mir ja richtig viel gebracht jetzt hier. Das war Darkest Dungeon auch nicht. Also das war auch sehr poliert und zwar auch ein Early Access Titel. Von daher, nee, wir gehen erstmal nach oben. Mal gucken, was uns dort erwartet. Nix. Aber da umgeben wir hier... Okay, nee, dann lebe ich lieber diese Kettenbälle. Weil auf den... Ich vertraue lieber meinem Laufen. Anstatt meines... anstatt meinem... Fuck, da voll rein. Oh, Mist. Da wird wieder gebufft. Da wird gebufft. Geht alle weg. Ach, aus dem Weg. Penner, ihr. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Oh, da kann ich mich gleich heilen. Oh, fuck, flieg rein. Blödes Vieh. Ich will mich heilen. Sehr geil. Gleich wieder alles. Gleich wieder alles gekriegt. Okay, alles klar, cool. Okay, nee, wir gehen erstmal nach oben hin. Ich habe gesagt, wir gehen erstmal da oben hin. What fuck? Elite-Grenadier. Na super, ich bin doch letztens an so einem Elite-Ding schon gestorben. Na gut, aber er ist nur ein Grenadier. Er ist jetzt nicht so ein... Fuck, wir probieren's. Okay, hier, stopp. Oh, fuck, ohne Spaß. Regain. Ich kann auch mit Sachen werfen. Fuck! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Fuck. Regain! Okay, ich muss mich mal kurz zurückziehen und heilen. Fuck, er haut... Was ist das für ein Penner? Der kann ja teleporten.
Das ist ja ein Mega-Penner. Du bist ja ein Mega-Penner. Da kann er teleporten, habt ihr das gesehen? Hab ich ihn jetzt mal umgenadelt. Fuck, was für ein Penner. Oh, geil, ich hab ihn geschafft. Oh, was hab ich jetzt gekriegt? Saphirblaues Amulett. Ja, reduziert den erlittenen Schaden. Natürlich. Also. Ah, jetzt habe ich sogar ein anderes Item. Wie cool ist das denn? Ich habe so ein anderes passives Ding. Okay, ersten Dings kaputt gemacht. Oh, hätte ich meine Molotow-Cocktails hier nicht, meine Brandbomben. Ich glaube, das wäre ein ziemlich harter Fight gewesen. Oh, kleinen Teleporter. Das ist halt nicht wie ein Leuchtfeuer, leider. Leider nicht wie ein Leuchtfeuer. Leider ist das wirklich... Hahaha! Penner! Oh, den müssen wir kaputt machen. Yeah! Cool. Okay, wir sind... Oh, ich hoffe, ich habe so viel Gold. Was ist das? Nochmal Molotow. Ah, vielleicht ist das besser als meiner. Was habe ich? Wie viel habe ich? Brandbomben 2. Liebe Freunde, ich mache das jetzt mal. Brandbomben 3. Sehr gut, hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Bessere Brandbomben sind immer gut. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Leben. Und vielleicht noch zum Kollektor müssten wir nochmal irgendwie. Das wäre cool. Nein, nein! Oh, fuck, dieses Ding. Das nervt so. So, bevor es zum Angriff übergehen konnte, habe ich es gestoppt. Okay, cool. Also wirklich, ich kann immer wieder nur sagen, wie cool dieses Ding ist. Oh, das ist so dumm. Oh, das ist so dumm. Oh, da muss man ja richtig auf Zack sein. Nee, 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 wartet mal. Kriegt man das auch von hier hin? Ah, fuck, da durch. Ah, das ist so dumm. Oh, wo? Yeah, cool. Und meine Brandbomben hat anscheinend keine Cooldown ordentlich. Nee, meine Brandbomben haben nicht so eine richtige Cooldown, was ich sehr gut finde. Geht da mal alle hin. Oh, fuck. Ah, das ist zum Kotzen. Naja, ein Glück, dass ich mich geheilt... Ah, ich müsste mal irgendwo noch einen Heilspieß... Kriege ich nicht mal hier einen... Nee, ich brauche nicht Gold. Ich brauche... Oh, so eine Tür. Wann hätte ich hier sein müssen? Vor 6 Minuten schneller hätte ich sein müssen bei dem Run. Okay, interessant. Gut zu wissen. What? Warum... Oh, fuck, der kann sich teleportieren. Was ein Penner. Oh, ich will jetzt doch einfach nur zum nächsten... Ich will zum nächsten... Oh, fuck, 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 fuck. Also eine Blendgranate, das ist eigentlich nicht schlecht, aber nee, meine Feuergranaten sind wesentlich besser. Eine Brandbombe. Oh, Gesundheit! Gesundheit! Schnell, 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 schnell! Weg, 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 weg! Oh, habe ich gleich ein bisschen mehr Gesundheit. Und ich habe richtig fett. Oh, fuck. Ich bräuchte aber wirklich mal so ein. Oh, fuck, genau reingerollt! Ich brauche Leben. Was ist das? Was habe ich hier gemacht? Öffne. Oh, habe ich es geschafft? Bin ich im nächsten Level? Okay, was ist das? Oh, natürlich! Elite-Bogenschütze. Oh, das ist nicht wahr. Okay, liebe Freunde. Fuck. Ohne Spaß. Das ist ja hart. Also, es ist natürlich hart, das Spiel. Aber es ist echt geil, es macht echt... Oh, das ist meine... Ja, das ist mein Leben. Hihihi. Da ist mein Leben. Also nicht mein Leben, mein Gold. Cool, was kann ich hier machen? Was ist hier? Oh, ich bin ja der Beste. Der Beste aller Zeiten. Ein Schnellfeuerbogen. Oh, ich muss unbedingt zu dem Kollektor. Komm, dann kann ich den Schnellfeuerbogen mir holen. What the fuck is that? Das ist ein seltsamer Ort. Es wird sehr schön sein, wenn es fertig ist. Oh, ich sehe alles, was ich freigeschaltet habe. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ja, da hast du recht, mein Freund. Das ist also, was du so tust. Ja, Leute kaputt hauen, das mache ich. Ah, ja. Natürlich arbeitest du daran. Na klar. Wie der Rest, schätze ich. Oh, wir gestalten die Welt gemeinsam. Ja, was sollen wir machen? Das kannst du noch besser. Doch besser. Ja, ja, hier wieder antreiben, wieder mich. Oh, die zweite Heilaufladung? What the fuck, who's that?
Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Jetzt, gerade aktuell, was weißt du, was ich getan habe? Ja, yeah, woher weißt du das? Ja, ich kenne all deine kleinen Geheimnisse. Okay. Ich notiere mir alles in meinem kleinen Buch. Folgst du mir? Bist du ein Stalker? Da gibt's ein Gesetz gegen meinen Freund. Das ist meine Aufgabe. Du tötest Dinge, wie ich sehe? Ja, könnte man so... Alter, geil. Anzahl der Durchläufe, Anzahl der abgeschlossenen Durchläufe. Okay, guck dich das mal an. Geil, das ist mein Statistiker sozusagen. Du bist ein Statistiker. Oh, wenn ich Türen kaputt haue, dann stunne ich die Typen. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man mich fragt. Oh, das ist doch zum Kotzen. Aber gut, wie gesagt, ein bisschen Regain ist nicht verkehrt. Ich verwechsel immer jetzt nochmal Rolle. Rolle habe ich jetzt noch nicht so ganz drauf. Yeah, Statistiker, beschreibst du das alles gut mit dir? Was ich so mache? Yeah, ich bin der Übelste. Oh, Gold! Oh, Geheimnis! Geheimnis! Verdammt, Scheißgranate! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist eine seltene Magnetgranate, die haftet bestimmt an Sachen. Fuck, da habe ich nicht erwischt. Alter, okay, ja, noch seltene Blaupausen. Es ist ja. Okay, das ist ein Spiel, das definitiv süchtig macht. Das sehe ich doch jetzt schon. Dass ich da definitiv. Oh, fuck. Fuck. Fuck, Regain. Hilf mir, Regain. Ach, wir sind doch gleich wieder durch mit dem Teil. Naja, gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Eigentlich, dass ich zwei Teile mache. Oh, fuck. Regain, hilf mir. Ich brauche mal ein bisschen Leben. Oh, was ist das? Frostexplosion friert Feinde ein. Okay, ich brauche immer noch mein Schwert. Das ist cool. Was ist Frostexplosion? Oh, ich bin Mr. Freeze. Freeze. Alter, ohne Spaß. Okay, das ist richtig gut gegen diese Eliten. Gegen diese richtig geilen Typen. Okay, alles klar, liebe Freunde. Ich gucke mir mal kurz die Karte an. Okay, wir gehen in die Richtung, würde ich sagen. Das gucken wir noch. Vielleicht ist das ein Dead End. Oder vielleicht geht's hier weiter. Nein, hier ist auf jeden Fall Gold. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Geht's hier runter noch? Oh, jawohl, zahlen wir natürlich. Für Leben zahle ich das immer. Für Leben zahle ich das. Alter Falter, also meine Gesundheit gleich mal übelste Sorte erhöht. Oh, scheiße, habe ich das Gold natürlich jetzt ausgegeben. Freeze! Freeze, Dead Cells! Oh, ich könnte da sogar was kaufen bei dem. Freeze! So ein bisschen auch Hadouken, was er da macht. Okay, hier geht's weiter. Freeze! Hadouken! Freezer-Doken habe ich hier. Okay, dann kann ich mich zurück teleportieren. Okay, liebe Freunde, ich mache gleich Stopp hier. Wir sind gleich hier, wir haben gleich... Oh, na, die Truhe machen wir noch. Das machen wir natürlich noch, liebe Freunde. Was ist da drin? Was ist das, ein Hammer? Das ist ein Hammer. Und der ist bestimmt übelst langsam. Aber das ist mir... Alter, ohne Flachs. Gamecheck. Okay, wir sind... Okay, liebe Freunde, wir gehen da noch... Im nächsten Teil erkunde ich das hier alles noch fertig. Die Gefängniszellen. Und dann geht es im nächsten Teil weiter in die Promenade der Verdammten. Im mittlerweile vierten Run dann, glaube ich jetzt. Mal gucken, wie ich jetzt mich schlage. Ich habe jetzt hier einen fetten Nussknacker. Und meinen Hadouken-Eishauch. Ziemlich gut. Okay, liebe Freunde, das ist Dead Cells im ersten Teil. Jetzt kommt also noch ein zweiter. Den seht ihr dann, glaube ich, jetzt gleich morgen. Also zumindest am nächsten Tag, wenn ich es hier hochlade. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos auch. Ich würde mich über Likes, über Kommentare und natürlich auch über ein Abo freuen. Schreibt mir unbedingt, was ihr von Dead Cells haltet. Habt ihr es schon vor mir gespielt gehabt? Ich bedanke mich nochmal für die Empfehlung. Es ist wirklich ein geiles Spiel und ich freue mich jetzt gleich auf den nächsten Run. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß noch im Internet und macht's gut.